So, Ladies and Gentlemen, Rüssig Pupsig ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen krassen Video. Und ich dachte mir, ey Leute, ich war schon oft Polizist, ich guck mir mal hier ein bisschen an, wie die Militärsoldaten leben. Deswegen fahre ich jetzt zum Militärgebiet. Hier seht ihr schon, hier ist eine Schranke, hier fahren Leute raus, rein, raus. Und deswegen, Leute, lasst ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Guck mal, da fahren die einfach hier raus, rein. Ich guck mal, Leute, ob ich reinkomme. Und yo, stopp! Guten Tag, ich wollte... Guten Tag, einmal in Ausweis, bitte. Was für ein Ausweis? Ja, hier, mein Ausweis ist ganz normal hier. Bitteschön. Ich meine den Militärausweis, bitte. Ach, darf man hier nicht einfach so rein, oder was? Nein, das ist kein Kindergarten, wo sie einfach vorbeischneiden können. Ach so, ich dachte, das ist so ein Attraktionspark, wo ich einmal so hier hingehen kann, ein bisschen gucken kann, wie die Private Jets losfliegen und so. Nein, nein. Einmal bitte hier links, hinter der Barriere, direkt einmal umdrehen, ja? Ah, wünsche ich schönen Tag noch. Scheiße, scheiße. Ja, okay. Oh, was ist das aber, Freunde? Wer kommt denn da angefahren? Ja. Schön, Jungs, bin eine Woche weg, ne? Guck mal, da fährt ein Soldat. Tschüss, Leute, Leute, guck mal, da fährt irgendein Soldat in Urlaub. Man hat das gesehen, in seinem Lambo ist irgendwie wie so Gepäcksträger oder sowas. Aber bitte, was haben die Soldaten für Autos? Ich hab das, ich hab damit gar nicht gerechnet. Und wenn die solche Autos haben, Freunde, vielleicht gibt's noch mehr Lambos oder Luxusautos. Ich glaube, Leute, heute werden wir einfach die Militärbase stürmen und die Militärautos klauen, Leute. Wir verfolgen den jetzt erstmal, denn ich glaube, das ist das erste Auto, was wir klauen. Und dann werden wir seinen Ausweis klauen, seine Identität einnehmen und wir gehen rein da. Leute, wir müssen nur gucken, wohin der Typ fährt. So, Leute, ich fahre ihm gerade die ganze Zeit hinterher. Ich weiß nicht, wo der Typ Urlaub machen will, aber wir sind die ganze Zeit am Strandgebiet. Das heißt, vielleicht will er irgendwo hier hin oder... er will parken. Ich glaube, der will einkaufen noch vor dem Urlaub. Guck mal hier. Ja, hier sind Läden. Oh, Digga, das ist meine Chance. Oh, guten Tag, Officer, ne? Ich bin kein Officer. Militärsoldat, ey. Salut. Nee, nix. Ich gehe jetzt nur einkaufen. Gehen Sie auch neue Klamotten kaufen, ne? Geht schon mal an. Ja, nee, ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit. Sie sind ein Mann, der dem Land dient. Machen Sie weiter so. Vielleicht bin ich auch irgendwann mal Soldat. Oh, scheiße, hier ist noch eine Frau. Ey, wenn er gleich in die Umkleide geht oder so. Ich glaube, er sucht sich jetzt Klamotten aus. Ja, guten Tag, die Frau. Ja, schöne Klamotten hier haben Sie. Ja. Wo ist er hin? Hä? Wo ist das hin? Ist er nach hinten gegangen? Oh mein Gott, Leute, ich glaube, der ist irgendwo hinten. Ey, Leute, ich glaube, der zieht sich hier gerade um. Ey, wir müssen warten, bis er sich umgezogen hat, Freunde. Wo ist die Frau jetzt hin? Hä? Die Leute gehen einfach alle in Umkleiden. Ist sie mir zu helfen gegangen? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist sie kurz rausgegangen. Das war natürlich unsere gute Möglichkeit. Ey, Leute, ich muss... Oh, ist sie wieder? Oh, sie sehen immer noch gleich aus. Ah, sie haben da was vergessen in der Umkleide, ja? Guck mal. Was für vergessen? Man will doch wissen, was hier eigentlich da drin. Gucken Sie mal. Was willst du? Ganz kurz, gucken Sie mal. Hier drin ist irgendwas gewesen. Officer! Ist doch nicht. Militär, Hände hoch! Hände hoch! Ey, keinen Respekt, meine Jugend. Ich stehe hier, damit du ein schönes Leben hast und du willst mich überfallen oder was? Ich hab kein Geld dabei. Ich nehme Ihre Klamotten. Und Ihren Ausweis. Auf gar keinen Fall. Es tut mir leid, dann muss ich sie kurz K.O. schlagen! Oh Leute, der hält was aus, Alter. Das ist ein richtiger Soldat. Die Frau ist gerade weg. Wir müssen uns ganz schnell umziehen, Leute. Ich ziehe mich jetzt einfach um, bevor jemand kommt. Leute, ich habe mich umgezogen. Der Officer-Militär-Typ. Ich weiß nicht, was das für ein Typ war, aber scheinbar ein großes Tier mit seinem fetten Lamborghini. Ich werde jetzt auch sein Lamborghini nehmen. Ich habe seinen Ausweis, ich habe seinen Schlüssel, ich habe sein Outfit. Ich sehe jetzt aus wie ein Soldat. Ich werde jetzt so zurückfahren und so tun, als hätte ich was vergessen. Obwohl, nein, dieser Lambo ist schon krass, Leute. Ich glaube, ich werde den jetzt hier irgendwo schon verstecken und dann behalten, Leute. So, Leute, ich habe auch das perfekte Geheimversteck mir ausgedacht. Und zwar, oh, hier fährt schon einer mit dem Fahrrad rum. Aber hier unter der Brücke, hier wird niemand das Auto finden, Leute. Ich werde sie jetzt einfach parken und werde jetzt dem sein Fahrrad klauen. Yo, geh weg aus dem Weg, Alter. Ich fahre jetzt einfach mit dem Fahrrad dahin. Ich habe einen Militärsausweis, tu so, als wäre ich gerade mit dem Fahrrad spazieren gewesen. Und ja, Leute, dann rippen wir die Leute ab. So, Leute, jetzt noch hier den Berg hoch, Alter. Das ist echt anstrengend, die ganze Zeit Fahrrad zu fahren. Aber wenigstens können wir jetzt bestimmt reinkommen. Ah, da sind wieder die Soldaten. Yo! Hallo, falsche Seite. Ja, Bruder, ich bin ja mit dem Fahrrad, weißt du. Salut. Hier mein Ausweis. Ah, okay. Ja, Commander, ja. Fahren Sie durch. Ja, Commander. Kein Problem. Ich bin sogar Commander, Leute. Können Sie mal die Schranke hochheben, wenn der Commander fährt, Mann?
Ist unglaublich. Ja, 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 ja. Hallo, die Waldfee, ja. Meine Fresse, man sieht ja auch nichts mehr. Arbeiten, arbeiten, ey. Der war schon komisch drauf, ne? Da kommen schon die... Was ist mit dem passiert? Erstmal Unfall gebaut, Leute. Wir fahren jetzt erstmal hier schön ins Gelände rein. Mal gucken, was hier abgeht. Ich bin irgendwie Commander. Das heißt, vielleicht werde ich gar keine Probleme haben beim Auto absneaken. So, ich weiß gar nicht. Da vorne steht irgendein Auto, Privatjets. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich habe was gefunden. Guckt euch die Autos an, hier sind zwei fette Autos. Ich erkundige hier mal das Gebiet ein bisschen. Hier sind noch fette Flugzeuge. Leute, oh mein Gott, da fährt einer. Hallo, hallo, hallo. Der Commander hallo, wieder hallo, unterwegs. Hallo. So, die fahren hier Patrouille oder sowas. Aber guckt euch mal diesen Lamborghini an. Oh mein Gott, ein blau getarnter Lamborghini. Ich weiß nicht, welches Auto ich als erstes klauen soll. Ey, der blaue Lamborghini muss irgendjemand Fettes gehören. Ich glaube, ich werde hier diesen fetten Benz nehmen, Leute. Ey, ich parke jetzt einfach hier. Alter, guckt euch mal diesen fetten AMG an. Das ist ein C63S AMG, Leute. Und ich habe ihn fast nicht gesehen, weil er hier so getarnt ist. Entschuldigung, ey. Wem gehört nochmal der Wagen? Commander, könnten Sie vielleicht von meinem Benzer weggehen? Ja, ich muss. Ich bin Officer, ja? Commander, Officer, der Chef hier. Ja, das sehe ich ja. Aber Sie sehen ja, trotzdem... ich hab gerade fahrt, und zwar haben wir ein kleines Testprojekt mit unseren Soldaten. Und zwar, sie müssen jetzt mit dem Fahrrad fahren und ich muss ihr Auto fahren. Das ist so kleines. Ach so? Ja, ja. Also ein. Ah, okay, verstehe. Ein bisschen sportlich. Alles klar. Geben Sie mir gerade den Schlüssel von Ihrem Auto. Nehmen Sie ja, einen Moment. Heute eine wichtige Durchsage. Der Airjet 45678 startet jetzt den Rundflug. Haben Sie gehört, der Rundflug startet, deswegen bitte als kleine soldatische Einheit einmal hier schön ums Militärgelände ein paar Runden drehen, fahren Sie los. Los. Was ein Idiot, der gibt mir einfach sein Auto, aber ich bin hier irgendwie eine große Nummer. Ich hoffe, das fällt nicht auf, aber jetzt haben wir den AMG ohne Probleme. Ja, nice. So, Leute, wir fahren jetzt schön raus mit dem AMG. Guckt euch mal das Auto an. Einfach ein AMG. Was hat das Militär bitte mit dem ganzen Geld angestellt? Da ist wieder... Jo, boah, ich fahre jetzt weiter, ne? Jo, machen Sie es gut. Ciao, ciao. Ey, guck mal, tschüss. Die machen absolut gar nichts. Hinter mir ist noch ein Wagen, aber ey, ich habe einfach... Entschuldigen Sie mal. Ja, einmal bitte rechts ranfahren, einmal bitte rechts ranfahren. Ja. Das sind hier Dienstfahrzeuge, nicht zum privaten Gebrauch. Das wissen Sie aber schon, oder? Ich bin Officer, ja. Ich muss hier kurz das ist trotzdem ein Dienstfahrzeug. Ja, ich muss kurz zur Werkstatt bringen hier. Der hat ein kleines Problem mit der Steuerkette. Aha. Und warum fährt das Ding dann noch? Ja, ich grübel mich darum. Gehen Sie an die Arbeit, Mensch. Ey, hallo, mich hier nicht einholen. Guck mal, was denkt er sich? Was ist das? Da schießt sogar. Alter, der hat das Feuer eröffnet, Leute. Was geht denn jetzt? Ey, der klaut Dienstfahrzeuge. Oh mein Gott. Oh, sorry, Obstladen. Entschuldigung, Obstladen. Was passiert hier? Ey, Leute, der kann mich aber nicht einholen. Der AMG ist viel zu schnell. Ich werde jetzt schnell unter die Brücke heizen, wo ich das andere Auto auch versteckt habe. Und dann bringen wir uns erstmal in Sicherheit, Leute. Was geht denn jetzt ab? Aber wie soll ich noch den Lambo klauen? Und da war noch irgendein Auto. Habt ihr das gesehen, Freunde? So, Leute, ich bin jetzt wieder hier angekommen, wo ich meine Autos verstecke. Hier steht auch der Lambo. Jetzt haben wir auch unseren Benz hier gepackt. Wir haben jetzt schon dickes Profit gemacht. Aber ich will noch diesen einen fetten Lambo. Und da war noch irgendein Auto, was mich interessiert hat. Mal schauen, was das war. So, Leute, wir laufen jetzt hier durch. Hallo, bleiben Sie bitte stehen. Ja, ich bin's wieder, Officer. Ich bin, hab mein Fahrrad abgestellt. Nee, uns wurde ein Fall gemeldet, dass der Commander in der Stadt nämlich ausgeraubt worden ist. Bleiben Sie bitte einmal kurz stehen. Alles gut, Freunde. Einmal hier in die Hütte rein. Alles gut. Dürfte doch kein Problem sein, Sie auszuweisen, oder? Ja, hier der Ausweis. Gucken Sie. Alles ist gut. Bleiben Sie locker. Wo ist der normale? Eine wichtige Durchsage. Das Dienstfahrzeug des AMGs wurde von dem Commander gestohlen. Oh, ich weiß es. Das ist der doch hier bei uns. Das bin ich nicht, Freunde. Schieß um ihn. Scheiße, Leute, wir müssen ins Polizeigelände. Die schießen mich ab, Alter. Mein ganzes Gesicht blutet. Was passiert denn hier? Flüchtiger auf dem Gelände. Sofort Zugriff. Ey, Leute, nein, der Lambo wird bewacht, da schießt einer, ich kann da nicht hinfahren, was ist das für ein Auto? Oh, das sieht eigentlich nice aus, aber ich komme nicht damit weg, Leute. Ich brauche irgendein Schutzfahrzeug, was ist das denn eigentlich für ein Fahrzeug? Hier geht miese Schießerei los. Was passiert hier? Wohin schießen die? So, jetzt runter auf den Boden. Geh weg mit dem... Oh mein Gott, hier... Oh mein Gott,
Was passiert hier? Was ist das für ein Fahrzeug? Ist das irgendwie wie so ein kleiner Panzer? Ich glaube, da drinnen bin ich geschützt. Oh mein Gott, die schießen. Ich spüre nichts, Leute. Ich bin hier geschützt, Alter. Ich muss abhauen. Ich werde abhauen. Die schießen auf mich, Leute. Aber ich spüre einfach nichts. Was ist das für ein Auto, Mann, was ich hier gerade klaue? So, Leute, die schießen auf mich. Guck mal, da vorne bleiben. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich habe hier so einen kleinen... Stehen bleiben. Die können mir einfach nichts machen. Ich habe so einen kleinen Panzer. Die schießen mich zwar jetzt ab, aber wie soll ich wegkommen? Das Ding ist langsam. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Guck mal, hier ist wieder einer, den nehme ich mit. Ey, Leute, ich habe ein Problem. Oh nein, nein, nein. Was passiert hier? Er darf nicht ins Wasser. Er darf nicht ins Wasser. Was? Warum darf ich nicht ins Wasser? Warum darf ich nicht ins Wasser? Ich war jetzt ins Wasser. Oh mein Gott, Leute, das ist ein Fahrzeug, was auf Auto Wasser fahren kann. Oh mein Gott, das ist nicht so. Freigabe für Jets erteilt. Oh mein Gott, da ist ein Jet. Da ist einfach ein Jet. Leute, ich bin hier aber in Sicherheit. Die können... Ich muss abtauchen. Guck mal, die sehen mich jetzt nicht. Ich glaube, die werden mir die Sicht verlieren, Leute. Leute, ich glaube, der sieht uns kaum. Obwohl da oben ein Jet ist. Fahrzeug, aus der Entfernung. Ey, die sehen... Guck mal, da sind ganz viele Jets. Die suchen mich alle. Leute, ich weiß nicht, was ich hier geklaut habe, aber das ist ein Panzer, der schwimmen kann. Aber das ist leider nicht so viel wert. Wie soll ich den loswerden? Wer will sowas kaufen? Vielleicht irgendeine Mafia. Ey, wir müssen irgendwie reinkommen und den Lamborghini holen, Leute. Ich werde aber dieses Fahrzeug jetzt abstellen. Wir müssen jetzt auf anderweitigen Wege reingehen. Ich glaube, ich werde mich wieder umziehen vom Soldat, damit die keinen Verdacht schöpfen. Aber ich werde jetzt erstmal das Auto hier in Sicherheit bringen. Hier schön abstellen, schön in den Busch verstecken, Leute. Denn da vorne ist mein anderes Fluchtfahrzeug, womit ich gleich dahin fahren werde. Ich werde mich aber jetzt auch umziehen, Leute. Ich ziehe mich jetzt mal um. So, Leute, ich habe meine Outfits für den Einbruch vorbereitet. Ich werde jetzt ins Fahrzeug steigen, warten, bis es dunkel ist, weil ich denke, das wird sicherlich besser sein, wenn es dunkel ist und keiner mehr hinschaut und ich dann reinfahre, Leute, und dann geht's richtig, richtig los. Meine Aufgabe ist es, den Lamborghini rauszuholen, vielleicht das andere Fahrzeug. Aber wie soll ich zwei Autos rausfahren? So, Leute, ich habe jetzt gewartet, bis es spät dunkel ist. Hier sehen wir die Schranke, aber ich fahre jetzt mal hier rein. Hier wird nicht so gut bewacht. So, ich muss irgendwie ins Gelände reinkommen, ohne dass sie es merken. Vielleicht schaffe ich es hier rüber. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es einfach nicht, wie ich hier rüber schaffen soll. Doch, 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 hier könnte ich es vielleicht rüber schaffen. Ich werde jetzt hier vorsichtig mein Auto hinstellen und dann auf das Auto draufklettern. Und vielleicht schaffe ich es dann über das Auto irgendwie dahin zu kommen. Mal gucken, Freunde. So. Nein, 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 nein. Das ist nicht so einfach. Okay, hier komme ich mal nicht rüber. Obwohl, ich springe jetzt mal, dann sollte ich es vielleicht schaffen. Ah, Leute, ich habe es auf Dach geschafft, Leute. Ich muss hier jetzt weiter undercover reingehen. So, jetzt hier durch. Zack. Okay, jetzt schnell ins Gelände rein. Wir müssen aufpassen. Hier ist jetzt alles schwer bewacht, aber wir sind zum Glück schwarz getarnt. Wir müssen irgendwie an die Autos rankommen. Ich brauche eine Idee. Ey, ich sehe diese riesigen Flugzeuge. Vielleicht schaffe ich es, ein Flugzeug... Da sind überall jetzt Wachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss vielleicht mit einer Pistole sie eliminieren. Okay, ich werde sie jetzt eliminieren. Okay, den einen habe ich. Hat er was gehört? Okay, den anderen habe ich auch. Okay, 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 okay. Hat jemand geschossen? Ich weiß es nicht. Psch, 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 psch. Okay, hier durch. Irgendwie ist es hier gerade zu ruhig. Bisschen zu ruhig. Nachdem ich hier so Rambazamba gemacht habe. Ich hoffe, das Fahrzeug steht noch da, Leute. Oh mein Gott. Bitte steht noch da. Okay, das Fahrzeug steht da. Ich muss es aufbrechen gleich. Aber ich muss dann ganz vorsichtig sein. Ich muss ganz vorsichtig sein. Ich werde jetzt dieses Fahrzeug hier aufbrechen. Ach so, schön ins Schloss aufgeschossen. So, Leute, ich habe jetzt das Fahrzeug genommen. Ich tue jetzt so, als wäre ich eine Patrouille. Die Autos sind dunkel. Ich fahre jetzt ganz vorsichtig. Da läuft einer gerade. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss gucken, ob da noch einer ist. Ich fahre vielleicht nah dran und dann schieße ich einfach. So ganz vorsichtig. Hallo? Ja, bitte. Ja, hallo. Okay, ich habe ihn erledigt, Leute. Ich hab ihn erledigt. Schnell nach den Schlüssel nehmen. Okay, da sind Schlüssel. Ey, Leute, ich muss jetzt das Ding hier irgendwie aufbekommen. Ich guck mal, ob das die Schlüssel vom Flugzeug erstmal sind. Bitte, bitte, bitte. Okay. Ja, 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 das waren die. Das waren sie, Leute. Der Schlüssel hat gepasst. Ich bin jetzt erstmal im Flugzeug drin, ne? Schön undercover. Wie funktioniert das Teil? Da ist einer. Ich muss mich verstecken. Ich darf jetzt nicht Gas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man muss denken, da ist ein Mann, ne? Okay, hä? Okay, okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Soldat, wo ist Ihre... Abfluggenehmigung. Wer sind Sie? Hä, was war das für ein Geräusch? Psch, psch, psch. Zack. Oh mein Gott, da ist doch einer. Ich schieße ihn einfach direkt ab. Officer Lofty? Oh mein Gott, wer ist da? Wer ist da? Ich höre ihn. Sind Sie da, Officer Lofty? Ich schieße ihn ab, ich schieße ihn ab. Okay, psch, 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 psch. Ey, ich muss schnell die Tür aufmachen. Ich muss schnell die Türen aufmachen. Leute, ich mach das Ding jetzt auf. Okay, jetzt, jetzt, hier, zack.
Ah, ja, es ist aufgegangen, Leute. Es ist so dunkel. Ich guck mal, was hier drin ist. Okay, hier ist irgendwie absolut nichts drin, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier die Autos reinladen können. So, Leute, ich fahre jetzt dieses Auto hier rein. Oh mein Gott, das spinnt komplett. Nein, das passt irgendwie nicht rein. Leute, ich glaube, das Auto passt einfach nicht rein. Das ist zu breit. Ich muss schnell zum Lambo fahren. Ich guck mal, ob der reinpasst. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen schmaler, Leute. So, wo sind die Leute? Suspect im Lambo. Oh, hier ist er. Ich habe ihn gar nicht gesehen, Alter. Es ist so dunkel hier. Ey, Leute, ich knack den Lambo jetzt auf. Es tut mir leid, Lambo. Zack, hier aufknacken. Oh, die schießen schon. Jetzt geht's richtig los mit der Schießerei. Jetzt stehen geblieben. Oh mein Gott, Leute. Raus aus dem Lambo. Ich muss das Fahrzeug da reinbekommen, damit es sicher ist. Und bitte. Ja, der Lambo ist drin. Ey, Leute, ich habe den Lambo eingeladen. Oh mein Gott, was ist hier los? Die Tür geht zu. Ich muss es schnell aufmachen. Schnell raus hier. Oh mein Gott, das ist... Oh, was passiert hier? Ach du Scheiße, Leute. Was ist mit dem anderen Auto? Ich wollte doch das andere Auto aufladen. Ey, Mann, der Lambo steht hier drin. Scheiße. Oh mein Gott. Stürmen. Ich wollte doch das andere Auto aufladen. Oh mein Gott, ich muss sie töten hier. Zack. Oh mein Gott, Leute, ich habe plötzlich 5 Sterne bekommen und... Was passiert hier? An alle Einheiten, wir brauchen dringend Verstärkung. Oh mein Gott, ich habe einfach 5 Sterne bekommen, Leute. Das ganze Militär sucht mich irgendwie. Ich muss hier das Sonderkommando hierher. Oh mein Gott, Leute, ich bin ins Flugzeug eingestiegen. Die schießen auf mich. Oh mein Gott, da kommen Autos rausgefahren, aber die können mich nicht so aufhalten. Alter, was passiert hier? Oh mein Gott, Hilfe. Wir müssen auf die Düsen schießen. Oh mein Gott, ich habe Probleme hier beim Auspacken. Aber das Ding ist, es ist ein Militärflugzeug. Guck mal, die schießen alle auf mich. Oh mein Gott. Echter Flügel hat Schaden genommen. Oh mein Gott, was passiert denn hier? Guck mal, wie ich da eine ganze Militärbase hier mitnehme. Ey, yo, bitte nicht. Stehen bleiben. Der Flügel hat Probleme. Ich wiederhole. Eindringling hat Probleme zu fliegen. Oh mein Gott, ich bin raus. Ich muss auf die Landebahn. Guck mal, wie viele Autos hier sind. Was passiert denn hier? Wie viele Autos sind denn hier? Ach du Scheiße. Rechter Kotflügel beschädigt. Ach du Scheiße, Leute. Fokus auf den linken Flügel. Ey, hier sind so fucking viele. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Ganze Militär sucht uns. Wir müssen los. Abheben, bitte. Ey, Raketen kommen sogar. Leute, es ist der Abflug. Abflug. Oh mein Gott, ich bin weg. Ey, Leute, ich habe sie, glaube ich, abgehängt. Das ist alles geschafft. Wir haben den blauen Lamborghini geknackt. Und wir werden es jetzt einfach schaffen, Leute. Ey, lasst jetzt auf jeden Fall ein dickes Like dafür dieses klasse Video. Abonniert den Kanal. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Raketen kommen. Oh nein, wir wurden getroffen, Leute. Wir wurden getroffen. Nein, ich muss dann springen. Leute, lasst ein dickes Like. Abschuss bestätigt. Oh mein Gott, ich muss hier absinken. Oh mein Gott, was ist jetzt nochmal gegens Ende passiert, Leute? Ich kann's nicht fassen. Die haben uns mit den privaten Düsenjets nochmal abgeknallt, Leute. Ich dachte, es ist dunkel. Guck mal, das ist unglaublich. Wir müssen jetzt erstmal ins Land schwimmen. Schreibt in die Kommentare, was soll ich als nächstes machen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Action Maction. Checkt die Jungs ab. Ciao.